Hallo ihr Lieben, ein Artikel der Berliner Zeitung reizte mich mal wieder, meinen Senf dazu zu geben und mal über das zu sprechen, was man mittlerweile Globalists im Englischen, also zu Deutsch Globalisten nennt. Ich würde sie Imperialisten oder Neokolonialisten nennen. Es sind diejenigen, die nicht wahrhaben wollen, dass das Zeitalter des Imperialismus eine wirkliche Zeitenwende erfährt und wir von der monopolaren Welt nach 1990 mit den USA als praktisch unangefochtenem Welthegemon und seinen westlichen Satellitenstaaten zu einer multipolaren Welt mit völlig anderen Machtzentren wechseln, in denen die Westmächte bestenfalls noch eine Stimme im Chor sind, aber setzen sie ihre gegenwärtige Politik weiter fort, haben sie bald gar nichts mehr zu melden. Auch wenn Mainstream-Medien es immer so verkaufen. Mal wird China isoliert, dann wieder Russland und so weiter und so fort, stellt es sich eher so dar, dass es der Westen ist, der sich gerade selbst isoliert und von SCO, BRICS etc. ausgeschlossen bleibt, beziehungsweise sich selbst ins Aus befördert, wie die reaktionäre italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die Italien aus der Belt and Road Initiative entfernen möchte und momentan das italienische Sozialsystem schreddert. Meloni ist im Übrigen ein gutes Beispiel dafür, was der Arbeiterklasse bzw. dem Proletariat oder meinetwegen auch Prekariat blüht, wenn man reaktionäre Parteien, die obendrein auch noch völlig neoliberal eingenordet sind, an die Macht bringt. Und das nur aus Protest. FPÖ, AfD, Rassemblement National, wie auch immer sie heißen. Die Partei Einiges Russland ist zwar auch reaktionär, aber eben nicht neoliberal. Das heißt, dass völlig rückwärtsgewandte gesellschaftliche Vorstellungen vorherrschen, aber dank hoher Staatsquote und einem funktionierenden Sozialstaat Staatsprofite der russischen Bevölkerung zugutekommen. So ticken eben Nationalisten, wenn sie dieses Etikett wirklich ernst nehmen. Das unterscheidet uns Kommunisten von ihnen, weil wir natürlich nicht die Nation, sondern die Klasse sehen. Aber kommen wir doch mal zu diesem Artikel von Simon Zeise in der Ausgabe der Berliner Zeitung vom 9. Mai 2023 mit dem Titel „Chinas Importe sind gesunken. Verliert die deutsche Wirtschaft ihren Zukunftsmarkt?“ Ob Simon Zeise mit unserem Genossen Lukas Zeise, der ja auch Wirtschaftsjournalist war und sogar Wirtschaftswissenschaftler ist, verwandt ist, konnte ich nicht herausfinden. Ich möchte etwas im Text springen, wenn ihr gestattet, und zwar zu einer Stelle, an der Finanzminister Christian Lindner, FDP, ein paar Statements von sich gibt. Zitat: Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, forderte in dem Podcast The Pioneer Briefing vom Dienstag einen selbstbewussten und realistischen Umgang mit China und ein weniger samtpfötiges Auftreten, als es die Vorgängerregierungen an den Tag gelegt hätten. Wir lassen uns unsere liberalen Werte nicht für gute Geschäfte abkaufen, sagte der FDP-Chef. Wer nur auf wirtschaftliche Beziehungen setze, verliere ein Stück der zivilisatorischen Mission. Wir brauchen eine bessere Balance als in der Vergangenheit, als wir zu sehr auf die Wirtschaft geschaut haben. Das sind interessante Worte für den Politiker einer durch und durch wirtschaftsliberalen Partei. Kein Wunder, dass das neoliberal-konservative Who is Who der Minister für solche Worte, die dort einer etwaigen Anpassung an die grüne Dominanz zugeschrieben werden, etwa im Fokus und dergleichen, verbal ins Gesicht springen. Mich interessiert aber etwas völlig anderes. Hier spricht der Bundesfinanzminister tatsächlich wie ein alter Kolonialherr. Als wäre die Bundesrepublik überhaupt in der Position, ein weniger samtpfötiges Auftreten an den Tag zu legen. Mal davon abgesehen, dass einen wirtschaftlichen Partner, von dem die deutsche Wirtschaft erheblich profitiert, ständig zu Maßregeln alles andere als ein samtpfötiges Auftreten ist. Wozu dieses permanente moralische Drangsalieren und mittlerweile sogar durch die EU sanktionieren führt, liest man am Anfang des Artikels. Zitat: Die Weltwirtschaft schlittert der Rezession entgegen. Schlechte Zahlen von der globalen Wachstumslokomotive kann da keiner gebrauchen. Kleiner Einschub, hiermit ist die Volksrepublik China genannt und insofern ist diese Behauptung auch etwas schräg gedacht, da diese schlechten Zahlen sich nur in Beziehung zum europäischen Markt in der Form darstellen. Ich zitiere weiter: Umso bitterer wirkt der Umstand, dass die chinesischen Exporte im April weniger stark gewachsen sind. Das Exportvolumen legte nur um 8,5% im Vergleich zum Vorjahr zu, wie der chinesische Zoll am Dienstag mitteilte.
Erneuter Einschub. Man vergleiche mal das immer noch beachtliche Wachstum des Exportvolumens mit den Nullrundenspielen der Bundesrepublik, bevor mal großspurig auf die Volksrepublik herabblickt. Ich zitiere weiter. Im März waren die Ausfuhren noch um 14,8% gestiegen. Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht auch die Kräfteverschiebung auf dem Weltmarkt. Während das gesamte Handelsvolumen Chinas mit den USA und der EU um 11,2 respektive 3,5% sank, tauschte die Volksrepublik vor allem mit Russland bedeutend mehr Waren aus. Das Handelsvolumen stieg um 41,3%, die Exporte in das Land legten um satte 67,2% zu. Was der Artikel nicht erfasst, ist der wachsende Handel mit Südamerika und Afrika. Es ist außerdem schon beachtlich, dass China, obwohl es sich global wirtschaftlich neu ausrichten musste, immer noch ein fettes Plus bei den Exporten verzeichnen kann. Die Tendenz ist sicherlich steigend, aber das würde kein Mainstream-Käseblatt so berichten. Ich zitiere weiter. Auch die Direktinvestitionen in europäische Unternehmen sind rückläufig. Die Übernahmen fielen im vergangenen Jahr um 22% auf 3,4 Milliarden Euro, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Mercator Institute for China Studies, Merricks und der Rhodium-Gruppe hervorgeht. Besonderes Interesse zeigt China an der Autoindustrie. Im vergangenen Jahr hat China Deutschland erstmals als Exportweltmeister für Autos abgelöst. Die jüngsten Investitionen flossen in europäische Firmen, die Komponenten für den Bereich der E-Mobilität produzieren. Chinesische Batteriehersteller wie CATL, Envision, AESC und S-Volt investierten in Werke in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Ungarn. Diese vier Länder waren auch die größten Empfängerländer und hatten einen Anteil von 88% an Chinas Direktinvestitionen in Europa. Der Boom in den Bereichen wurde auch dadurch begünstigt, dass chinesische Investitionen in kritische Infrastruktur erschwert worden sind. Die Bundesregierung hatte zuletzt den Einstieg des chinesischen Schifffahrtsunternehmens COSCO im Hamburger Hafen erschwert. Ergo, die chinesische Wirtschaft wächst und überholt in einigen Bereichen die deutsche mittlerweile. Der Artikel bestätigt das zumindest für den Export. Beschränkungen wegen angeblicher kritischer Infrastruktur zeugen von einem tief sitzenden Misstrauen, das den Chinesen natürlich nicht verborgen bleibt. Ist es da völlig unverständlich, wenn sie sich vom europäischen Markt zurückziehen und vermehrt in Asien, Afrika und Südamerika investieren? Es kommt noch besser. Zitat: Die Handelsrestriktionen drohen auszugreifen. Die EU erwägt, einem Medienbericht zufolge, Strafen gegen chinesische Unternehmen, die Geschäfte mit russischen Firmen machen und dadurch EU-Sanktionen umgehen. Chinas Außenminister Qin Gang verurteilte am Dienstag die EU-Maßnahme und versprach, streng und entschieden zu reagieren, um seine Unternehmen zu verteidigen. So, nun haben die Chinesen auch endgültig die Nase voll. Chins Äußerungen kann man durchaus als Drohung auffassen, sich künftig noch mehr aus dem europäischen Markt zurückzuziehen und die Europäer ihrerseits mit Restriktionen auf Exporte, wie zum Beispiel von seltenen Erden, die man im Bereich der E-Mobilität so dringend benötigt, empfindlich zu treffen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind jetzt schon zu spüren, aber es wird noch schlimmer kommen und die Zeche werden wieder einmal Arbeiterklasse, Proletariat bzw. Prekariat bezahlen. Ich hoffe nur, dass die Menschen sich das nicht gefallen lassen. Und von wegen samtpfötiges Auftreten. Manchmal wünsche ich mir jemanden, der die Samthandschuhe auszieht und endlich Vernunft in diese arroganten, neokolonialen Köpfe prügelt. Wenn ich zivilisatorische Mission lese, wird mir schlecht. Was ist denn bitteschön diese sogenannte zivilisatorische Mission? Sklavenhandel? Die Ausbeutung der Welt zum Nutzen einer kleinen Gruppe von Menschen? Massenmord? Verarmung und Verelendung ganzer Kontinente? Wer sind diese Idioten, dass sie einem Land, das 800 Millionen Menschen aus bitterster Armut geholt hat, das mit einem globalen Infrastrukturprojekt dazu beiträgt, die Lebensbedingungen von Milliarden Menschen zu verbessern und das ihnen ermöglicht, endlich selbst an den Schätzen ihrer Länder teilzuhaben. Einem Land, das es einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen ermöglicht, politisch zu partizipieren, und zwar graswurzelartig, von den kleinsten Einheiten in Stadtteilen und Dörfern bis hin zum Nationalen Volkskongress und Chinas zweiter Kammer. Einem Land, das die Rechte von Minderheiten schützt und ihnen in den eben genannten zwei Kammern eine feste Stimme verleiht. Wer sind sie?
dass sie diesem Land ihre eingeschränkte Vorstellung von Menschenrechten und Demokratie aufdrängen wollen, wo in ihren Ländern abweichende Meinungen unterdrückt werden, das Recht auf körperliche Unversehrtheit mit Füßen getreten wurde, Menschen ihrer Freiheit beraubt wurden, die Bevölkerung von politischen Entscheidungen nahezu ausgeschlossen ist und die meisten Entscheidungen gegen die Interessen einer Mehrheit getroffen werden. Da möchte ich wieder Qingang zitieren: Was China am wenigsten braucht, ist ein Lehrmeister aus dem Westen. Den Effekt teilt uns der Artikel an seinem Ende mit. Zitat: Westlichen Unternehmen dürfte unterdessen der Einbruch des chinesischen Absatzmarkts Kopfzerbrechen bereiten. Die deutsche Handelskammer AHK erklärte am Dienstag, Sorgen bereitet das Schwächeln des Binnenmarktes, was sich im negativen Importwachstum widerspiegelt. Ein kleiner Einschub, auch diese Darstellung ist absolut eurozentristisch. Man merkt an solchen Aussagen, wie sehr deutlich, wie stark neokoloniales Denken in den Köpfen einiger weniger verankert ist. Ich zitiere weiter. Die Importe Chinas gingen im April im Jahresvergleich um 7,9% zurück. Im vergangenen Jahr war China der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Die Volksrepublik importierte Waren im Wert von 106,8 Milliarden Euro. Einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge hingen im Jahr 2018 etwa 2,7% der deutschen gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung und 2,4% der Gesamtbeschäftigung direkt und indirekt vom Export nach China ab. Inzwischen dürften es rund 3% sein. Aber vermutlich nicht bleiben, als kleiner Einschub. Was soll man noch dazu sagen? Verprellt die Chinesen und ihr sitzt bald am globalen Katzentisch.